Ich bin heute in der Schweiz, im Süden der Schweiz, an der Grenze zu Italien, kurz vor dem großen St. Bernhard. Der ist über 2400 Meter hoch. Ich könnte auch den Tunnel nehmen, aber ist natürlich nicht so spaßig. Deswegen fahre ich jetzt mal schön den Pass hoch. Kommt mal mit. Fängt noch relativ moderat an hier. Aber die richtigen Kurven kommen gleich noch. Ist ein bisschen holperig heute. Gestartet sind wir mit unserem Porsche 911 Carrera S von Norden, also von der Schweiz Richtung Italien, geht vorbei am Genfer See, über Martigny, dann rauf auf den Pass, auf den großen St. Bernhard. Auf der anderen Seite in Italien kommt man ins Aostatal, kann weiterfahren Richtung Turin. Ist eine ganz schöne Alternative zur Strecke über den St. Gotthard Pass oder auch durch den Gotthard Tunnel, nur eben ein bisschen weiter westlich. Ja, mehr Routen mit dem Porsche 911 kriegt ihr, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich freue mich natürlich über ein Like. Wie hoch sind wir hier? Weißt du das? Nicht genau. Also die Passhöhe ist auf über 2,4. Aber jetzt kommt bestimmt gleich ein Schild. Über 2,4? Ja. Jetzt mal ein Schild, dass hier ein Fluss durchgeht. So, jetzt sind wir hier auf 2120. Ja, der Nachteil ist immer, dass hier im Sommer viele Baustellen sind. Aber klar, irgendwann müssen sie die Straßen reparieren. Das kommt auf Schweizer Alpenpässen übrigens häufiger mal vor, dass man da vor einer Baustellenampel steht, geht aber dann doch meistens nach relativ kurzer Wartezeit schon weiter. Schön ist natürlich, wenn man vorne steht an der Ampel, klappt natürlich nicht immer, aber hier hatten wir dann hinter uns zwei Lotus Elise, waren das, glaube ich. Wir haben auch schon mal an der Ampel kürzlich mit fünf anderen Porsche 911 gestanden. Und das war ganz lustig, da sind wir spontan eine ganze Strecke lang Kolonne gefahren. Ich glaube, da hatten wirklich alle Spaß dran. War damals mit dem 911 Turbo, dem Porsche 996, habe ich jetzt leider nicht mehr. Aber mit dem 996 Turbo waren wir damals auch hier auf dem großen St. Bernhard. In beide Richtungen sind übrigens beide toll zu fahren. Es gibt ja so Pässe, bei denen man am besten in einer bestimmten Richtung fährt. Ich persönlich finde beim großen St. Bernhard wirklich beide Richtungen toll. ...2469 Meter über dem Meer, das ist die Passhöhe vom großen St. Bernhard. Hier rechts in dem Gebäude haben wir übrigens übernachtet, als wir mit dem Elber hier waren. Ich glaube, das war der höchste Ort, an dem ich je übernachtet habe.
Wir waren im Hotel, es gibt auch das Hospiz auf der anderen Straßenseite. Hat eine lange Geschichte das Ganze. Die erste Übernachtungsmöglichkeit ist hier wohl schon vor über 1000 Jahren entstanden, nämlich im 11. Jahrhundert. So, oben geht es dann ein Stück über die Passhöhe, vorbei am See und da kommt auch die Grenze dann nach Italien. Zack, Grenze nach Italien, ganz oben auf dem großen St. Bernhard. Da hinten gleich rechts seht ihr die Statue des heiligen Bernhard. Kann ich einen kleinen Fußmarsch hin empfehlen, da hat man einen gigantischen Blick runter ins Tal auf italienischer Seite. Sind nur so ein paar Minuten Fußmarsch. Wenn ihr länger wandern wollt, ist das hier oben natürlich auch eine tolle Gegend. Das sind dann auch alles historische Pfade. Julius Caesar hat den Pass damals mit seinen Legionen genommen. War natürlich noch nicht so schick ausgebaut wie heute. Und möglicherweise ist schon 200 vor Christus Hannibal mit seinen Elefanten bei der Alpenquerung hierher. Wir sind die Strecke mit dem Porsche 911 im Spätsommer gefahren. Wenn ihr euch mal hier die Begrenzungsstäbe an der Seite anguckt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es im Winter hier aussieht. Da dürfte ziemlich viel Schnee drauf liegen. Aber der Pass über den großen St. Bernhard ist im Winter ja sowieso gesperrt. Der ist in der Regel von Juni bis Oktober offen, je nach Schneelage natürlich. Wenn ihr dann hierher wollt, dann müsst ihr den Tunnel nehmen. Ist nicht ganz billig. Der kostet für die einfache Fahrt mit dem Auto ab 31 Schweizer Franken. Mehr zum großen St. Bernhard und Routentipps für Alpenpässe und andere schöne Strecken kriegt ihr bei uns im Blog auf traumrouten.info und natürlich hier. Also lasst gerne ein Abo da.